spitzt sich zu. Ich denke, das wird der finale Finalpart werden. Mal gucken. Zumindest von Team Galactic. Wie stellst du dir das eigentlich vor? Dass ich dich einfach durchlasse, damit du unseren Boss nervst? Wenn du schon nicht hören willst, dann musst du zuerst an mir vorbei. Zwischen uns ist noch mehr als eine Rechnung offen. Ich denke lieber gar nicht an die Einzelheiten. Ja, und ich bin die Nächste. Egal wie zäh du bist, diesmal ziehe ich dir die Samtschuhe aus. Augenblick mal. Ohne mich findet ja keine Party statt, klar? Kennt ihr mich noch? Ich bin hier für eine Revanche. Na, wenn das nicht dieser kleine Goldjunge ist. Ihr, am See der Stärke geweint hat, hat dir deine Mami die Nase geputzt? Los, kämpfen wir 2 gegen 2. Oh nein. Ab geht's. Mars und Jupiter. Hat er wieder nur ein Pokémon? Ich hoffe es nicht. Seit wann haben die denn das? Oh, gut gemacht. Was denn? Er hat einen Staraptor vorne. Nein, ich wollte Erdbeben einsetzen. Ja, ich auch. Ja, bei mir Relax so. Bei mir ist Staraptor, deswegen ist gut mit Erdbeben. Jetzt töte ich sogar das Relax so. Komm, überlebt das Erdbeben bitte. Gundam erstmal tot. Das war doch dein Hassgegner. Nein! Ja, gut, ich. Mal sehen, wie es diesmal aussieht. Komm, mach's fertig. Nein, Relaxo. Oh, Relaxo tot. Die Frage, wie viel hat er jetzt? Jetzt natürlich hast du einen Eisstrahl, aua. Und ein Gastrodon. Ja, das hat er gerade. Nee! Dieses Eis auf Wasser. Wir dürfen ja wieder nur unsere 3 Pokémon benutzen. Oh, das ist natürlich belastend. Nein, warum setzt du den... Na klar, das stirbt doch schneller als ich. Das ist mehr als belastend. Jetzt tötet er mich bestimmt. Nee, Lehmbrühe. Bitte überlebt. Bitte, bitte, bitte. Warum ist das denn sehr effektiv? Hä? Das ist denn Lehmbrühe? Ach, das ist... Boden. Wasser. Ach nee, stimmt, das war Wasser. Ja, stimmt. Das hat mich schon immer Eis. Verwirrt. Wasser ist gegen Eis neutral, aber Eis gegen Wasser nicht. Na super. Kann sein. Ein Golbat. Ist blöd. Jan Mega. Komm, dann opfer dich und tau nochmal. Golbat ordentlich ans Druck. Nee, Übertrank. Oh, bitte nicht. Komm, rückkehre ihn. Die Kraft. Dein. Oh, nee. Ich würde gerne Stärke vergessen lassen. Ach, scheiße. Was hat er denn? Ja, alles steigt. Oh, geht sogar, okay. Wenn ich es brauche, bringe ich den Müll wieder bei. Ja, ja. Was willst du denn? Was hast du denn verlernt? Tja. Nee, warum ist das nicht so effektiv? Au. Gut, Pflanze ist gut. Los, SDF. Ja, gegen das weiß ich nicht. Oh, der Mega ist auch gut. Die waren Käfer. Eis gegen Käfer. Och nee. Nee! Hallo. Eis gegen Käfer? Ja. Soll neutral sein, aber ich weiß es nicht. Soll ich ein Mega oder Golbat ausschalten? Ich glaube ja Mega. Nee. Aber die können auch nichts gegen mich machen, wie so sieht. Dann halt Golbat. Warum ich surfe ich weg? Ja, Gigasauge. Warum hast du Gigasauge, du Käfer? Als ob du es so knapp nicht geschafft hast. Was? Sturmsog? Trifft ihn gar nicht, oder was? Och nö! Da hab ich auch nur die 3 Pokémon, jetzt bin ich aber am Arsch. Komm, hau den kaputt. Nee, der hat noch nie was. Irgendwas ist gerade mit Icy passiert. Nein. Oh nein, Skunk-Tank. Stirb einfach. Ja, du mit deiner Initiative ist ja gut. Skunk-Tank, nein. Komm. Nein, Käfer, komm, das macht gar keinen Schaden. Das tötet mich nicht.
Wenn er jetzt an. Okay, er ist schneller. Krass. Ich muss jetzt schnell noch meinen Mammut beleben. Uiuiuiui. Ich hab Angst. Jan Mega ist übermächtig. Nee, Jan Mega war der gewonnen jetzt nicht. Bei mir nicht. Ich muss jetzt hier so verteilen. Beleber. Aber leg mir noch Skumtank. Bei mir noch Jan Mega und ein anderes, was ich noch nicht gesehen habe. Und Finalschlag wirkt. Gut gemacht, SDF. Ich hab's geschafft. Ja, warte auf mich. Ist nur ein Pokémon gestorben. Ach, ich lese ja auch. Ja, deswegen. Ich kann dir auch, wenn jemand. Nee, ich kann dir alle drei für dich holen. Wo kann der Gigasauger? Naja, dann. Ich will nicht sterben. Warum? Kann ich. Ach so, weil ich im Gespräch bin. Wie lange brauchst du noch? Weißt du das? Ich weiß ja nicht, ob ich das schaffe gerade. Soll ich das Gespräch wegdrücken und dir zugucken? Oder werde ich eigentlich irgendwo hingeportet? Drück's nicht weg. Okay. So kann ich aber auch nichts machen. Ach, das ist nervig. Nee, ich will nicht sterben. Was kann man denn machen? Guck mal, mein Trainerpass ist ja nicht schön. Da habe ich auch die 24 Stunden Spielzeit. Damit muss ich schneller sein, Wasserdüse. Das reicht ja nicht mal. Ach komm, leck mich. Mann. Du kannst deine Initiative nicht weiter erhöhen. Das machen. Okay, er hat auch nichts. Da kommt aber trotzdem noch eins. Ja, was kann ich denn Spannendes machen? Ja. Oh Gott, jetzt fehlt mir noch einer. Was kommt denn noch? Oh Gott. Was denn? Oh Gast. Ah. Nee, ich muss Eddie wiederbeleben. Schnurrgast ist auch gewonnen hittet worden. Irgendwie hat Lust so gut wie alles gewonnen hittet bei mir. Nee. Jetzt lass mich doch mal in Ruhe, du blödes dicke Katze. Du blödes dicke Katze. ja, genau, die hat sogar noch eine Zitrobeere. Ist klar. Ist klar. Nein. Ihr habt ja nichts mehr von Lutz. Was? Ob von Lutz nichts mehr lebt. Nee, die haben die alle ausgelöscht. Jetzt. Auf! Nee! Hat jemand weg mit dir. Du hast keine Erziehung genossen, du blöde Straßenkatze. Straßenkatze. Du bist stark geworden, trotzdem hast du keine Chance. Na, gar nicht. Hab ich geweint. Gar nicht habe ich geweint. Meine Pokémon und ich haben's drauf, damit ihr es wisst. Und jetzt reicht's uns nämlich. Wir zeigen es euch. Lori, ich helfe dir. Oh, er hat meine ganze Pokémon nice. Sehr schön. Ey, das war's. Nee, das wär's. Jetzt bist du dran. Und haut ab. Und tschüss. Alles steht bereit für die Erschaffung einer neuen Welt. Nun wird alles enden. Und alles wird neu beginnen. Hiermit. Mit der roten Kette, die aus den Kristallen der drei Pokémon der Seen erschaffen wurde. Und hiermit mit der roten Kette, die ich mit technologischen Hilfsmitteln replizieren konnte. Und mit diesen roten Ketten öffne ich das Portal in eine andere Dimension. Ich befehle dir, deine Macht für mich zu entfesseln. Dialga, das mythische Pokémon-Meister der Zeit, und das andere, Palkia, das mythische Pokémon-Meister des Raumes und der Dimensionen. Ui. Ah ja. Wird der jetzt eingesogen? Nee, noch nicht. Mach da mal und dann ist er weg. Boah. Den aber. Wie lange habe ich auf diesen Moment gewartet? Dialga und Palkia. Eine Doppelspirale aus Raum und Zeit gibt dieser Welt ihre Form. Ja, genau, die beiden Elemente, über die ihr die Macht habt. Ihr werdet mir gehorchen. Eure Fähigkeiten werden mir gehören. Mit meiner Macht werde ich Meister einer völlig neuen Welt.
Unvollständig und hässlich ist unsere jetzige Welt. Höchste Zeit, dass sie verschwindet. Alles wird auf Null gesetzt. Nichts bleibt erhalten. Daraus wird die ultimative Welt geformt. Eine vollendete Welt. Vage, unvollendete Konzepte werden in ihr keinen Platz mehr haben. Das hätte ich ahnen sollen. Self, das wissende Wesen. Torbutz, das starke Wesen. Und Vesprit, das fühlende Wesen. Pokémon sind gekommen, um Sinnoh zu beschützen. Wie lächerlich. Braucht alle drei Pokémon der See mit ihren jämmerlichen Fähigkeiten, um sich mit einem der zwei Pokémon von Raum und Zeit zu messen. Gegen beide kommen alle drei aber nicht an, nicht solange Palkia und Dialga zusammen anwesend sind. Alle Anstrengungen umsonst. Ihr habt euch umsonst angestrengt, hört ihr? Jetzt zu dir, Flo. Am Anfang hast du versucht, meine Pläne zu durchkreuzen, aber ich will dir vergeben. Schließlich wird bis zum Ende aller Zeiten alles Leben ausgelöscht. Wenn ich erst fertig bin. Jeder Hauch von Leben wird aus dieser Welt gerissen. Von dir, von deinen Pokémon, von allen, die dir leben und teuer sind. Es ist Zeit. Mein Traum wird zu meiner Wahrheit. Ich verspüre einen seltsamen Druck. Etwas ist wütend. Ui. Ja, los, er guckt, ne? Hallo. Höchst interessant. Es gibt also ein Pokémon, das sich nur als Schatten manifestieren kann. Aber das ist jetzt auch egal. Jeglicher Widerstand wäre töricht. Ich habe mir die Kräfte von Dialga und Palkia zu eigen gemacht. Niemand kann mir Cyrus nur noch rein. Stellt euch die Rechner. Alter. Und tschüss. Nein! Es tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. Ich glaube aber, das Studieren der Mühe hat mich nun endlich zu einer Antwort geführt. Als diese Welt geschaffen wurde, erschienen Dialga und Palkia. Doch erschien zu jener Zeit offenbar ein weiteres Pokémon. Ein Pokémon von einer Macht wie die von Dialga und Palkia zusammen. Dessen Name jedoch nie erwähnt werden durfte, Giratina. Man munkelt, es lauerte in einer anderen Welt. Das Gegenstück der unsrigen. Das muss also dieser Schatten gewesen sein. Das ist wahr, Giratina. Die Säulen verzerren sich. Der Grund ist jenes Portal, es verbindet uns mit der anderen Welt. Wenn es nicht geschlossen wird, wird die Verzerrung sich bis nach Sinnoh und noch weiter ausbreiten. Unsere Welt wurde zerstört. Brechen wir auf, wir müssen Cyrus hinterher. Ja, wir müssen uns beeilen. Boah, du musst einfach alle Synchronrollen weg, danke. Ja, ich hab doch bis jetzt die auch gesprochen, oder? Nein, ich hab die gesprochen. Dieser Ort. Fühlst du, hier gibt's keine Pokémon. Die Zeit steht still und der Raum ist instabil. Eine Welt, in der die Regeln von Raum und Zeit gebrochen werden. Ein Raum, den man Zerwelt nennen könnte. Lass uns Giratina finden. Wir müssen die Ausbreitung der Instabilität von Zeit und Raum an der Sperrsäule verhindern. Das war Giratina. Wir müssen uns beeilen. Wenn nicht schnell etwas getan wird, wird diese Instabilität nicht nur unsere Welt verschlingen, sie wird auch die Zerwelt verschütten. Ja, gute Frage, geht mir nicht lang. Hier geht's lang, hier geht's nicht lang. Hui, hui. Dauert nicht, ist Giratina. Es sind ja. Eine Plattform, sie bewegt sich, wenn du auf eine bestimmte Stelle trittst. Jetzt los. Und nicht porten, macht das nicht. Ob wir Giratina treffen, wenn wir weiter nach unten gehen? In der Zerrwelt begegnen wir uns da auch wirklich nach unten? Bewegen wir uns auch nicht. Hui, hinterher. Hui. Wie das hier funktioniert. Und das ist übrigens Platin-exklusiv, das gab es in Diamant und Perl nicht. Das heißt, du hast das noch nie gemacht. Nee, hab ich noch nie. Oh, da ist Vesprit. Hallo. Oh, jetzt geht's an die Decke. Uiuiui. Das ist crazy. Oh nee. Krass. So, der DS-Verhältnisse war das mega damals. Links, rechts, oben, unten. Zack. Das jetzt nicht weiter. Weiter. Hä? Geht's wieder nach unten? Ja, wir müssen nach oben. Da geht's nach vorne, genau. Hier geht's nach links. Uiuiui. Boah, ist das verwirrend. Die Legende von Giratina ist in Vergessenheit geraten. Nur wenige kennen sie noch. Die Legende erzählt von einer Welt auf der anderen Seite unserer Welt. Sie erzählt von dieser Welt hier.
warum diese Welt überhaupt existiert, warum Giratina hier ganz alleine ist. Es gibt so viele Dinge, die man nicht einfach so klären kann. Aber wir haben zu tun. Teilen wir uns auf. Es muss uns gelingen, den richtigen Weg zu finden. Mit wem wäre es denn am besten gegen Giratina zu kämpfen von mir? Gute Frage. Eis würde ich sagen. Oder mit Geist? Ich glaube Geist. Rechts. Nach unten? Nee, unten geht nicht. Nochmal nach rechts. Mein Gott. Macht aber schon eine Stimmung. Jetzt? Mal hier lang. Boah, das ist irgendwie richtig komisch, wie du dich dann einfach immer nur portest. Ja. Ich glaube, wir sind so jetzt schon. Falsch? Hä? Achso, das Ding kommt her, ich dachte schon. Nee, Postetje, bleib hier. Okay. Nein, ich hab den falschen genommen. Nein! Warte kurz. Schade, schade, schade. Wie sich auch unten die Wolken die ganze Zeit bewegen. Norden. Oder unten? Wo bist du jetzt lang? Was ist das denn? Weiß nicht, ob ich gerade nur zurückgehe. Da bin ich ja unten, okay, krass. Oh ne, ich bin nicht zurück. Hä? Ich hab Cybers gefunden. Cyrus. Das schattenhafte Pokémon ist nicht hier. Es hat mich hier zurückgelassen und ist dann weiter nach unten verschwunden. Ich war wirklich damit zufrieden, mich einfach nur bei der Ausführung meines Plans zu stören. Übrigens, kennst du dich eigentlich mit dem Einfluss von Genen aus? Ja. Wenn das wahr ist, dann bin ich echt beeindruckt. Gene stellen den Bauplan aller Lebensformen dar. Das schließt Menschen ebenso wie Pokémon ein. Die Gene befinden sich auf der DNS. Diese DNS besteht aus sich zwei gegenüberliegenden Strängen. Sie sind so miteinander verbunden, dass sie eine Spirale bilden. Jeder Strang besitzt Basen, die über Wasserstoffbrücken miteinander verbunden sind. Kein Strang und keine Base kann ohne die gegenüberliegende Seite existieren. Weißt du, worauf ich hinaus will? Die Zeit steht hier still und der Raum ist instabil. Nur das schattenhafte Pokémon lebt hier. Diese Welt existiert auf der gegenüberliegenden Seite unserer Welt. Und unsere Welt ist es, die ich verändern will. Ohne die eine kann die andere nicht existieren. Das schattenhafte Pokémon muss also eine Rolle dabei spielen, die beiden Welten im Gleichgewicht zu halten. Deswegen wird es mich in meinen Plänen stören und mich hierher gebracht haben. Das schattenhafte Pokémon muss die bizarre Welt geschaffen haben. Durch meinen Versuch, unsere Welt zu ändern, wurde es gestört und trat in Erscheinung. Aber das alles spielt keine Rolle. Was wirklich zählt, ist, dieses Pokémon zu besiegen und diese Welt verschwinden zu lassen. Ich werde nicht erlauben, dass ich sich nochmal in meine Pläne einmischt. Ist es erst einmal verschwunden, kann keine der Welten wieder in ihren ursprünglichen Zustand zurückkehren. Ja, ist okay. Nichts. Oh, krass. Oh nein. Hä? Nee. Kann man runterspringen? Hä? Was denn? Bin so dermaßen verwirrt gerade. Ja, haben wir von hier? Ja. Hier kann man springen. Weg. Jetzt. Okay. Das ist hier. Hier geht's auch weiter gut. Guck mal, dass du jetzt weiter gefunden hast. Zack, 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 zack. Oh, wir brauchen eine Stärke. Oh, jetzt kommt hier auf einmal. Stärke? Wow. Och man. Was? Es wird doch eben Stärke vergessen lassen. Man surfen? Steh hin. Geh runter. Hier los.
Aber da taucht es auf und dann ist es wieder weg, hä? Hey? Hä? Hey. Warte. Komisch. Oh, sind hier, hallo. Dort. Es ist wie ein riesiges Puzzle, wie ein Rätsel. Vielleicht testet Giratina so jene, welche hierher kommen. Und es scheint, als ob wir diesen Ort nicht eher verlassen könnten, als bis wir die Rätsel gelöst hätten. Es gibt einige Felsen, die sich bewegen lassen. Und da sind so komische Gruben am Boden. Die Pokémon der Seen möchten uns anscheinend unbedingt etwas zeigen. Schön, dass du mir noch mehr sagst. Hier geht's nicht weiter. Kann ich jetzt mit dem Pokémon hier reden oder nicht? Kommt aber gar nicht hin. Hä? Warte mal, kann man den Stein hier irgendwie verschieben? Schiebe dich weg. Ja! Denn jetzt? Hä, was hast du denn hier gerade verschoben? Den Stärkestein, der liegt. Hier liegt kein Stärkestein. Ja, doch, wenn du das richtig machst, dann liegt da ein Stärkestein. Da unten, wenn man dann taucht das auf, dann geht's wieder weg. Ist richtig komisch. Hä? Ja, aber hier ist bei mir so nichts passiert irgendwie. Außer, dass er sich gefreut hat. Ja, super. Jetzt? Kannst du mir was sagen? Jetzt ist es wieder weg, jetzt ist es wieder... Oh! Nee, hä? Hier ist ja noch ein Stärkestein. Oh. Wo denn? Ja, hier links. Ist denn das denn für Rätsel? Ja, und was hat das mir jetzt gebracht? Gibt's hier was Tolles? Ja, wo bin ich jetzt gelandet? Mein Gott, ey, was ist denn das für Rätsel? Ich mich hier durch, nee, mich nicht. Hä? Geh die Blumen weg, alles klar. Was ist das denn? Oh, hier geht manches. Ist hier nicht. Oh, da war Gretchen, hallo. Hast du's? Was ist denn? Ja, ich bin hier irgendwie auf dem Weg, wo alles ganz komisch ist. Manches ist real, manches nicht. Komm ich ja nicht rüber. Ich bin wieder am Anfang. Nehme ich nicht. Hä? Mein Gott, ist das verwirrend. Oh ja, Alter. Hier geht's runter. Was zum... Okay, Pokémon, du bist langsam... crazy geworden. Oder bist du? Hallo. Hallo. Was ist denn der richtige Weg, ey? Falsch. Geht selbst das weg? Alter. Giratina, was machst du mit ihm? Ich hab keine Ahnung. Hallo. Und das Servus. Ich hab jetzt wieder doch so schnell hergefunden. Ist. Also, was Surfer gibt's das denn? Hauptsache, der hat ein kleines Planschbecken hier noch. Kommt auch Pokémon vor. Oh nein. Ja. Hilfe, Alter, Ecke, ich kann doch sowas gar nicht. Hallo, wie komme ich hier vorbei? Hä? Hä? Ja. In welche Richtung? Achso, man muss surfen. Hallo. Hey, welchen Knopf muss ich denn drücken? Hä, hey, ich bin die Wasserfälle hochgesurft. Was? Was? Wow. Oh. Krass. Ja, Stein da rein, gut. Zack, Pumping. Und jetzt? Was ist jetzt? Kann man hier runter? Nee. Mein Gott, das war doch jetzt alles, oder? Ich muss da hin. Hä? Sehr verwirrend. Stimmt. So. Lass es mal das hier rein. Hat sich auch gefreut. Hä?
Gibt's auch noch einen. Wo habe ich den jetzt in die falsche geschmissen? Oh, bitte nicht. Ich glaube, ich habe den einen ins falsche geschmissen. Ich habe den in hier. Ist der jetzt wieder hier oben? Ja, okay, dann hatte ich den falsch geschmissen. Hä? Was ist jetzt los? Jetzt ist der Stein da drin, ja, und. Wo bist du? Ja, hier ist er doch nirgends mehr. Ja, auch nicht, was soll das? Hab's falsch gemacht. Was soll ich jetzt machen? Ich hatte auch eins falsch. Ich glaube, hier war der. Okay, es hat selber noch irgendwas gelabert. Was die jetzt genau wollen, ich verstehe gar nichts. Ich jetzt alles im richtigen Loch. Muss ich den Stein nochmal wegschmeißen, damit. Alter, warum ist das so kompliziert? Warum lasst das reichen? Ich hoffe. Müssen wir jetzt nochmal diesen dummen Weg lang gehen? Oh nee. Uff. Ich weiß ja schon gar nicht mehr, was hier wie. Oh Gott, krass. Bitte, lass mich doch mal durch. Zerrwild. Ich hab gedacht, du wärst cool. Ja. Und scheint ja gar nicht mehr so cool. Und ich hatte auch gedacht, dass das Hirt kürzer ist. Oh ja. Cybus habe ich vorhin schon irgendwo gesehen, aber. Pff, die Frage, wo bin ich jetzt wieder da? Ich bin noch nicht wieder da. Oh. Hier war ich vorhin. Ich habe keine Ahnung mehr. Jetzt gar nicht weiter. Bin wieder da, wo das mit dem Surfer war. Da war doch nur ein Stein. Ich glaube, ich da lang muss. Hey, hallo. Ich glaube, da müssen wir aber nicht lang, oder? Hier war das nur mit dem Surfer, wo dann der eine Stein lag. Ja, aber das war der Weg, wo ich zurück muss. Also kommen wir da bestimmt noch zurück. Weil du auch eins falsch gemacht hast. Ja, ich hab's aber schon wieder richtig gemacht. Glaube ich. Hä? Konnte bei mir das gar nicht. Ach, komm. Ja, ich hatte den ersten Stern falsch gemacht, der war nicht weit weg. Oh Mann. Nee. So ist richtig. Jetzt kommen wir wieder von hier. Nein, das will ich nicht. Das ist mir alles Leute. Viel zu verwirrend hier. Ja, der Stein liegt wieder, sehr gut. Habe ich jetzt alles richtig? Ich weiß es doch nicht. Ja. Hä, warum passiert jetzt nichts? So, aber hier war ja Cynthia, ne? Hallo? Bin fertig. Cynthia. Ah, gut, sie macht was. Es gibt einige Felsen. Hä? Wo habe ich es noch nicht richtig gemacht? Burg. Ich schon. Hä? Hä? Hier oben. Was muss ich denn machen für oben? Wir haben es geschafft. Vor uns ist Giratina. Was muss ich denn machen für oben? Ich weiß nicht, was du mit oben meinst. Ja, den Stein, der oben liegt. Den man reinschmeißen muss. Welcher den oben denn? Es gab links und rechts einen Stein und oben, den man reinschmeißen kann. Oben war ganz unten. Na. Den hatte ich falsch. Ja, wie ganz wie unten. Ja, sind drei untereinander und ganz unten bei dem. Ja, aber wie ich den Stein wieder hinbekomme, ist die Frage. Da, wo er vorher lag, liegt er jetzt wieder. Der liegt doch nicht bei mir. Na, war er richtig. Nee, der liegt ja nicht da drin in der Kuhle. Ich raste aus. Ach, Flo. Ich hab gedacht, das war so richtig. Hier war ich da vorhin schon. Soll ich weitermachen? Nein. Weitermachen. Da bin ich jetzt halt hier jetzt den Part. Da bin ich halt nicht bei dir. Es ist aber egal. Vor uns ist Giratina.
Also, im nächsten Part kämpfen wir gegen die Giratina. Vielleicht fangen wir es auch. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Okay, die Zerrwelt ist nervig und ich werde mich auch noch ein bisschen rumärgern müssen, aber War sehr ich hoffe, verwirrend. ihr freut euch auf den nächsten Part. Bis dann. Tschüss. Tschüss.